starten wir. Wir haben einen Vortrag vorbereitet über SaltStack. Und zwar installieren wir mit SaltStack einen MySQL-Cluster, also mit Pacemaker und Galera, und das geht automatisch, also innerhalb von ein paar Minuten. Das ist unser heutiges Programm, also kurz eine Vorstellung von uns, dann warum SaltStack, dann ein bisschen was über SaltStack erklärt, für die, was noch nie was davon gehört haben, Formulas, und dann zeigen wir was her. Also das wird hoffentlich dann alles gut funktionieren. Gut, wer sind wir? Ich darf den Holger Fischer vorstellen. Das ist unser Salt-Guru in der Firma. Und der ist dafür, also der hat mir dazu gebracht, gesagt, was Salt alles kann und macht. Und der ist bei uns derjenige, der die Fragen, die wichtigen, beantworten kann. Ganz kurz, mein Name ist Martin Maurer und ich arbeite schon seit Ewigkeiten als Systemadministrator und habe am liebsten das, wenn ich mit einem Kaffee in der Früh in die Firma komme und sage, es funktioniert alles und muss maximal so 3-4 Zeilen Code schreiben und dann haut alles hin. Gut, warum SaltStack? SaltStack oder Salt, das ist ein Remote Execution Tool und ein Konfigurationsmanagement Tool. Das funktioniert so ähnlich wie Chef, Puppet, Ansible, CFEngine, also es gibt da sehr, sehr viele Tools. Das, was wir an Salt mögen, oder das, was ich mag, ist, dass man nicht nur Remote Execution machen kann und automatische Konfiguration, sondern man kann auch States-Überprüfung machen und schauen, dass das alles funktioniert. Wichtig ist, dass man mit allen diesen Dingen, die sollen so performant sein, dass es egal ist, ob man jetzt 2 Maschinen, 4 Maschinen oder 20.000 Maschinen hat, das soll alles skalieren. Die Vorteile von Salt, also Salt ist eine super Möglichkeit, um Infrastruktur zu coden und dann von einem Master aus zu steuern. Ich habe eine Definition von States, das heißt, ich kann schöne Programmpackerl zum Beispiel machen und sagen, alle meine Servers dürfen, also alle meine Webserver kriegen komplett die gleiche Konfiguration, dass das gut hinhaut. Salt ist in Python geschrieben, das heißt, auf allen Clients, die das kriegen sollen, muss Python laufen. Es ist dadurch, dass, also es ist schön erweiterbar und man kann alles, was noch nicht vorhanden ist, selber schreiben, das ist nicht einmal so schwer. Die Standarddaten sind in YAML geschrieben, also man kann es mögen oder nicht, ich finde es relativ übersichtlich. Und man hat die Möglichkeit, der imperativen und der deklarativen Definition zu machen, das heißt, man kann einer einzelnen Maschine sagen, du machst jetzt das, das und das und killst dann und den Prozess. Aber das, was halt schön ist, wenn man deklarativ das definiert, ich möchte, dass du einen Webserver aufsetzt, der die Konfiguration hat, und dann mach mal. Gut, die Nachteile von Salt oder von Infrastrukturcoden ist generell, man muss bereit sein, Code zu schreiben. Also mit der Einstellung, ich tue ein paar Config-Daten ändern, wird es nicht funktionieren, sondern man muss auch bereit sein, dass man sich da ein bisschen einarbeitet, damit man eben alles das, was man selber machen will, erfüllen kann. Und ein bisschen Einarbeitungszeit ist notwendig, das sieht man dann schön auf den nächsten Folien. Gut. Was ist jetzt eigentlich Salt und wie funktioniert das? Salt hat wie alle Tools eine eigene Nomenklatur. Starten wir jetzt einmal mit den Minions. Das ist jeder Client oder jeder Host, auf dem Salt läuft, ist einmal per Definition ein Minion. Und auch ein Master-Server kann ein Minion laufen, das heißt, der Master kann sich selbst konfigurieren. Und der Master ist, wie gesagt, der zentrale Management-Server, in dem liegen die Formulas und die Pillars für die Minions. Und also man kann mehr als einen Master auch haben, also das funktioniert für die meisten kleinen Infrastrukturumgebungen genügt aber, wenn man einen hat.
Die Pillars, das ist sozusagen das, wo die Config drinsteht für die einzelnen Minions. Das heißt, man kann dem sagen, okay, und auf 3 Servern macht man jetzt einen Webserver drauf und dann auf dem 4. wird ein Load Balancer und dem Load Balancer sagt man dann auch noch, wo die anderen 3 Server sind, die jetzt Load Balancen soll. Das heißt, das ist alles schön, kann man schön automatisieren. Ja, da wollte ich ganz kurz was dazu sagen. Also Formulas, die kommen dann noch, das sind quasi die, das ist der Code, den man schreibt, um irgendwas zu installieren. Und der sollte möglichst quasi komplett unabhängig sein von dem, wo man sich da gerade befindet in dem Environment, weil diese Formulas, die sollen eigentlich wiederverwendbar sein. Das muss also egal sein, ob den die Amazon verwendet für ihre 40 Millionen Server oder ob das ein kleines Bürgergeschäft für ihre 3 Rechnungscomputer verwendet. Und in den Pillar-Daten dann sind quasi die site-spezifischen Daten drin, sprich IP-Adressen, Hostnames, irgendwelche Sizes von LVM-Volumes, alles Mögliche, was eben halt tatsächlich nur für diese Umgebung zutrifft. Gut. Dann, wie reden die Leute? Reden die einzelnen Minions miteinander, beziehungsweise mit dem Master? Auf den Minions tragt man den Master ein, der ist entweder per DNS oder IP erkennbar. Kommunizieren tut das Ganze über TCP-IP-Protokoll und zwar standardmäßig über die Ports 4505 und 4506. Es sind 2 Ports, also einmal zum Senden sozusagen und einmal zum Empfangen. Die Kommunikation erfolgt verschlüsselt und die machen einen Handshake mit dem Master, so ähnlich wie bei SSH. Das Protokoll, auf das mit dem sie kommunizieren, ist CRMQ, wobei der Master der Publisher ist und die Minions die Subscriber. Was auch sehr, also das, was von dieser Konfiguration lustig ist, der Master muss nicht unbedingt die Minions erreichen, die Minions müssen den Master erreichen. Also man kann da durchaus interessante Netzwerkkonfigurationen machen und das funktioniert trotzdem. Das ist jetzt ein Beispiel, wie so ein State-Top-SLS ausschaut. Das ist das Beispiel, das was wir dann auch praktisch herzeigen. Das mit Stern ist sozusagen, alle Maschinen kriegen die States RepoConf, Firewall, die Hosts, Crony und Server-Packages. Die Maschine, die Salt im Namen hat, beziehungsweise mit Salt startet, kriegt die Formulas und den Master deployed. Und unten die Datenbank, alle Minions, die eine Datenbank im Namen haben, kriegen den Minion Salt. Und wenn man und das, was die Möglichkeit ist, man kann das noch viel mehr sozusagen feiner definieren. Man ja. Kann jetzt sagen, was weiß ich, alle Maschinen, die auf denen das Betriebssystem CentOS 7 läuft, kriegen dann noch den und den Patch. Also das kann man ganz, ganz, ganz fein definieren. Was weiß ich, wenn man ein Security-Update hat, das halt nur bei einer Distribution notwendig ist. Und man kann damit relativ Betriebssystem unabhängig seine Maschinen konfigurieren. Gut, dann kommen wir zu den Formulas. Also das ist das, die Formulas, das sind die vorbereiteten States. Und dort steht sozusagen drin, was man machen will. Was weiß ich, wenn ich jetzt sagen will, ich möchte einen Webserver installieren, dann sage ich ihm, okay, installiere bitte das und das Backerl, damit du halt den Apache 2 oder einen Nginx oder sonst irgendwas installierst. Und zwar macht man das so, dass man das Betriebssystem unabhängig oder distributionsunabhängig machen kann. Das heißt, man kann eine Formula schreiben, oder die Formula so allgemein schreiben, dass die für apt und yum und zipper und was weiß ich was alles funktioniert. Genauso kann man da reinschreiben, welche Services sollen gestartet werden und welche allgemeinen vorbereiteten Konfigurationen sollen bereitgestellt werden. Die speziellen Sachen, die schreibt man da wieder in die Pillars rein. Weil das relativ
umfangreich ist, gibt es dort auf SaltStack sehr, sehr umfassende Dokumentation. Und da gibt es auch sehr, sehr viele State Modules, die schon fertig sind. Das heißt, man sollte, bevor man sich jetzt anfängt, seine eigenen States zum Schreiben, ist gut, wenn man sich da mal jetzt ein bisschen sucht und schaut, was gibt es denn schon. Vielleicht kann ich das nehmen bzw. anpassen für mich. Ja, also wenn ich kurz einhaken darf, also gibt es ganz viele Sachen. Man sieht es schon ganz kleines bisschen. Da ist zum Beispiel ein Apache-Modul, Apache-Conf, Apache, da kann man quasi den Apache fernsteuern irgendwie in seinen Formulars und da schon auf fertige States zugreifen. Ich habe letztens gesehen, man kann einfach irgendwelche HTTP-Requests absenden. Das heißt, man will jetzt irgendeinem Server melden, was mit irgendwas fertig. Dann hat man da so ein State, glaube ich, http.request und dann macht er einfach irgendeinen Request hin, könnte man sagen, ich bin mit meinem Ding da gerade fertig geworden oder so. Also es gibt da ganz viele Sachen oder auch mit Cloud kann man ganz viel machen. Man kann also über einen State Maschinen anlegen in der AWS oder sonst wo, was in der Rackspace und DigitalOcean, wie sie alle heißen. Und auf jeden Fall lohnt es sich einfach da nachzuschauen, was alles gibt. Also falls irgendjemand hier so mit Webservern zu tun hat, wann ich zum Beispiel konfigurieren und wann ich irgendwelche Bandlists löschen, gibt es auch einen fertigen State, habe ich gesehen. Es gibt wirklich unglaublich viel. Liste ist sehr lang. Bitte vorher mal schauen, wenn man da was macht. Das lohnt sich echt. Gut, dann haben wir da noch da vorbereitet. Also das ist ein Teil von dem, was wir dann vorzeigen. Das ist jetzt der Orchestration High State. Das heißt, wir definieren zuerst, mach das. Wenn das fertig ist, also wenn dieser Orchestration State durchläuft und zwar die Antwort soll true zurückkommen, spätestens nach einer halben Stunde. Wenn er das fertig hat, dann macht er den und das Require. Die Require-Bedingung ist das, dass wenn das nicht läuft, also wenn er dieses Require nicht geschafft hat, dann bricht gleich ab und wirft einen Fehler aus. Das heißt, man kann da schön Sachen, was weiß ich, beim Cluster zum Aufsetzen, muss man zuerst einen bestimmten Status definieren. Das soll auf allen Maschinen fertig sein und dann erst kann ich den nächsten Status starten. Wenn ich einen Fehler habe, dann soll ich mir aber bitte vorher abbrechen und nicht irgendwas dann dazu installieren, sodass ich dann erst recht wieder aufräumen muss auf die Maschinen, sondern nach dem ersten Abbrechen. Und da sagt man dann, das ist dann der letzte Status, wo man dann MySQL synchronisiert. Und wenn das durchgelaufen ist, dann funktioniert das. Gut, und dann kommen wir zum Part von Holger, die praktische Vorführung. Ja, ich würde da jetzt mich mal ein bisschen hinsetzen und da gibt es ein bisschen was zu tippsen. Ich habe da quasi jetzt was vorbereitet. Von der Größe her ist es, glaube ich, ein bisschen klein. Ich werde das mal ein bisschen größer machen. Noch ein bisschen größer. Ja, okay, so gut, oder? Noch ein bisschen? Noch ein bisschen, passt. Okay, lassen wir es mal so. Mein Lieblingsprogramm ist natürlich auch immer anwesend, also Midnight Commander. Zur besseren Übersichtlichkeit der ganzen Sachen. Ich habe das eine Kommando, was wir ausführen müssen, quasi mal da reingeschrieben. Es gibt dann eine Webseite, wo man sich quasi alles runterladen kann und quasi fast alles verskriptet vorbereiten kann. Da gibt es eine README.md, die ist momentan eher so als Notizblock verwendet. Ich werde noch ein bisschen updaten und so machen, dass es quasi da schrittweise nochmal drinsteht, wie genau das jetzt ablaufen soll. Nachdem das da alles ein bisschen eine Zeit dauert und ich hoffe, dass das Netzwerk hier auch gut ist, würde ich vorschlagen, würde das schon einmal starten da. Ich werde vielleicht noch ein bisschen mehr Output dazugeben. Da können wir dann ein bisschen drinnen herumscrollen. Das dauert jetzt relativ lang, während das läuft. Also es ist wirklich nur das eine Kommando. Also die Maschinen, die sind jetzt so vorbereitet. Wir haben einen Salt Mars, wir haben drei Datenbankserver, sind alle im selben Netz. Sie sind schon mal hochgefahren, haben eine statische Netzwerkkonfiguration, haben eine Host-Datei, wo überall ihre Hostnamen drinstehen, dass sie sich gegenseitig per DNS kennen.
also beziehungsweise, dass sie sich selbst auflösen können, ohne DNS, eben halt mit Hosts, mit File. Das habe ich jetzt schon mal vorbereitet und jetzt lasse ich quasi diesen einen Orchestrate-Runner drüber laufen, der quasi auf den DB-Nodes zuerst nochmal einen High-State macht. Da werden so Kleinigkeiten auf den Maschinen noch kontrolliert, eingerichtet, überprüft. Und dann beginnt er da einen Pacemaker-Cluster drauf zu machen mit PCS, das State-Modul, was da im SaltStack verfügbar ist. Das habe ich selber geschrieben und selber abgeloadet da. Das ist jetzt letztes Jahr im Herbst in der 2016.11 Version dazugekommen. Also wenn es da mit dem mal Probleme gibt, wie war das? da ist sicherlich auch noch ein bisschen Potenzial, da was dran zu verbessern. Wo könnte man noch hier und da ein bisschen dran rumfallen? Also ich bin da gern bereit, irgendwelche Wünsche zu erfüllen, wenn jemand das verwenden möchte. Ja, auf jeden Fall, wir starten es jetzt einfach mal. Ich hoffe, es funktioniert. Wir haben gutes Internet. Was man hier jetzt so ein bisschen sieht beim Debug-Output ist, dass er jetzt quasi mal anfängt, hier zu drei Maschinen einen State zu senden, der jetzt schon vorbei ist. Das war der High State. Und er sendet jetzt den nächsten Job zum Sort Master selber, weil der Sort Master quasi den Orchestration State fürs PCS ausführt. Ich würde jetzt gerne mal noch so nebenbei vielleicht ein bisschen was herzeigen. Dann machen wir einfach nochmal da ein neues Ding auf. Also wir können ja dann mal schauen, so nach ein paar Minuten, wie weit er gekommen ist. Das Passwort übrigens ist ganz einfach überall für alles, was ich da gemacht habe, ist GLT217. Man darf sie möglichst nur nicht vertippen dabei. So, verwendet habe ich Cloud Images für das Ganze. Ich gehe mal ganz schnell über die Sachen drüber. Also wir haben ein paar Formulas. Formulas sind eben halt die programmierten Sachen. Das sind die, die wir verwenden. Ja gut, gehen wir mal ganz kurz drüber. Also Firewall, die Formular habe ich nur geladen, um ihn eigentlich auszuschalten, weil bei so einer Präsentation SE Linux und Firewall, den muss ich mir dann jetzt auch nicht noch antun. Da bin ich froh, dass es so funktioniert. Die Sort-Formular ist für den Master selber und zwar lasse ich einen High-State am Sort-Master laufen, der ihn quasi selber konfiguriert. Er schreibt sein Config-File und er lädt alle Formulas von Git runter. Da kann man bestimmen, welche Branch der da herunterladen soll und ob er sie auf den letzten Stand uploaden soll oder ob er einfach nur schauen soll, dass irgendeine Version davon da ist, wenn man lieber selber Git-Pull machen möchte am Sort-Master. Und dann restartet er den auch und quasi das habe ich gleich am Anfang mit dem Cloud Init laufen lassen. Quasi wenn der hochgefahren ist, das Cloud Init mit seinem Skript fertig ist, habe ich einen funktionsfähigen Sort Master. Ja, und mit dem State sind wir jetzt hier gestartet. Die DB-Hosts sind eben halt hochgefahren, haben sich mit dem Sort Master verbunden, das ist auch im Cloud Init definiert und quasi der Master kennt schon die Minions, das heißt, wenn die alle einfach nur gestartet sind, die VMs, nach dem Hochfahren, kann ich mal mit allen reden. Ich kann also da so einen Test.ping-Befehl hinsenden und die melden sich alle. Und mit dem haben wir jetzt diesen Orchestrate-Runner gestartet, aber auf jeden Fall der Sort-Master hat sich mit der Formula da konfiguriert. Die Host-Formula ist dafür da nochmal sicherzustellen, dass die Hosts alle in der EDC-Host drinstehen, die drinstehen sollen. Das Sort-Modules, das sind ein paar Module, die manche Formulas requieren. PCS-Formula ist von mir, das ist die, die quasi den Pacemaker installiert und die Pacemaker-State-Module verwendet. RepoConf-Formula ist, um YAML-Repos hier in dem Fall zu konfigurieren. Kann auch Debian und Zipper, also Deb und diese Zipper-Dinger da. Dann Server-Packages-Formula ist einfach eine Formula, weil man möchte ja irgendwie irgendwelche Pakete manchmal so drauf haben für Debugging wie TCP-Dump, irgendwas. Das kann man alles einfach da in so eine Liste von Paketen reinschreiben, ohne da jetzt ein extra Formula jedes Mal dafür zu schreiben. Die MySQL-Formula ist für den Cluster. Und die SysCTL-Formula ist, glaube ich, irgendwie aus historischen Gründen noch da. Mit der konnte man, ich habe die, glaube ich, bei H-Proxy-Tuning oder was gehabt, aber H-Proxy zeigt man halt ja nicht her. Wäre eine Möglichkeit übrigens, auf diesen Dings zuzugreifen. Wir schauen nochmal, was da drüben passiert. Oh, er meint, er ist fertig. Aha, das schaut irgendwie gut aus.
Gut, dann schauen wir vielleicht auch einfach mal so zwischendrin mal kurz das Ergebnis an, also CRM-F. Ein bisschen größer machen, ist auch eine gute Idee, ja. Okay, ja, also irgendwie schaut es so aus, als ob es funktionieren würde. Die VIP Galera ist gestartet. Also dieser Cluster funktioniert ist einfach so, dass, quasi die also Master-Slave-Set für ein Galera, das ist ein fertiger Resource-Agent, der startet alle drei DB-Instanzen, kann auch entscheiden, welcher gebootstrapped wird. Deswegen habe ich hauptsächlich den Pacemaker verwendet, weil es ja so schwer ist, wirklich automatisiert an nicht gestarteten Galera MySQL-Cluster zu starten. Ne? Also wir haben ja alle Unschönheiten der DB-Sachen uns halt rausgesucht als Beispiel. Und der Pacemaker, der ist ja auch ein relativ kompliziertes Produkt, aber wir bei der Netconomy verwenden den hier und da und haben den zumindest so weit hinbekommen, dass der geht. Auf jeden Fall, er startet automatisch, entscheidet selbst, welcher der von den drei Hosts den neuesten Transaction-Stand hatte, auch im Falle, dass mal was schiefgegangen ist. Und startet dann eine virtuelle IP drauf. Also mein Deployment hat funktioniert. Ich würde sagen, wir schauen noch schnell mal da in die Pillar-Daten hinein. Also Firewall-D habe ich gesagt, mache ich Disable. Also die Formula selber jetzt durchgehen, was die tun, ja, irgendwie, das schaffen wir zeitmäßig nicht, aber wir schauen jetzt einfach mal die Pillar-Daten, die Eingabedaten, also was wir den Formulas sagen, was sie machen sollen. Also Firewall, die war disabled dabei, Hosts, da steht einfach drin, Hosts, present und dann die Namen, und also welche Namen sie haben. Ich habe immer den FQDN als erstes und den kurzen als letztes. Ich brauche für Pacemaker, weil der tut sich ohne funktionierende Node-Names schwer. Das nächste, was wir ihm sagen, das wird jetzt ein bisschen umfangreicher, das wird noch leicht, das muss der Salt Master wissen. Er muss wissen, welcher sein Admin-Node ist, weil ich quasi alle PCS-Kommandos nur auf einem Node ausführe. Also einer von den dreien muss man sich raussuchen, der quasi die ganzen PCS-Kommandos macht, um die Ressourcen anzulegen und die Constraints und was da alles gemacht wird. Und die drei Nodes sind immer unsere drei DB-Nodes. Und in der Init-SLS wird es jetzt schon ein bisschen spannender. Ja, also ich setze oben ein paar Variablen, die immer wieder da unten vorkommen. Ich hatte mir schon überlegt, das Passwort noch dazugeben, aber irgendwie bin ich dann, glaube ich, nicht mehr dazu gekommen. Der erste Punkt ist mal, also man kann verschiedene Sachen da installieren. Wir haben uns hier für Percona Cluster entschieden, ist Percona Cluster, XtraDB Cluster 5.6. Wir verwenden InnoDB als Engine. Ich habe es auch schon mal mit OpenStack installiert. Beim OpenStack selber bei den Red Hat Repos ist eine MariaDB Galera 10.1 wohl inzwischen dabei, das geht auch. Dieser erste Punkt da, Salt Config States, ist notwendig, damit das Salt selber sich mit dem DB-Cluster, wenn er denn dann rennt, verbinden kann und Datenbanken und Users und Grants drauf anlegen kann. Der PCS-Teil ist für Pacemaker. Also der PCS sozusagen beschickt den Pacemaker dann mit Daten. Also da steht eben halt drin, wie die Ressource heißen soll, die wichtigen Sachen, die man quasi der Ressource als Parameter übergeben muss, also in dem Fall eben halt die Cluster-Adresse, dass es drei Masters geben kann und ein paar Timeouts, so ein kleines Hinweis am Rande, ist durchaus zu empfehlen, diese Timeouts zu tunen, vor allem das Promote-Timeout, weil im Fall eines vollen Aufsynkens nach einem Crash, was wir schon mal hatten, muss man die Zeit dort eintragen, die man braucht, um die komplette Datenbank von einem auf den anderen rüberzuschieben. Und da haben wir also auch schon mal 3600 oder 7200 Sekunden stehen gehabt. Das heißt nicht, dass das so lange dauern muss, aber er regt sie dann einfach noch nicht auf, wenn das quasi nach 300 Sekunden noch nicht erledigt ist, der Sync. Ansonsten fängt er an, wild im Cluster Ressourcen zu stoppen, zu starten, und das führt dann einfach zu einem nicht verfügbar sein des Services und verschlimmert einfach nur alles. Ja, dann haben wir hier eben halt quasi ein paar MySQL-Optionen, die wir dem Resource Agent übergeben. Das ist, wo liegen die Daten, valid MySQL,
Log-Dir, Warlock MySQL, D-Log Socket, Warlib MySQL, irgendwie MySQL Socket, dann wo liegt das PID-File und dann noch Constraints für die Galera-Ressource. Also das heißt, das eine ist eine Co-Location, das bedeutet, dort wo die VIP läuft, sollte auch so ein Galera Master laufen. Also mal angenommen, auf dem Einzelnode ist mein Galera kaputt. Dann ist blöd, wenn gerade auf dem die VIP läuft, weil die, also die virtuelle IP, weil dann werden wir unseren MySQL-Cluster nicht mehr erreichen. Ja, und das nächste ist, die Order. Also ich tue zuerst den Galera hochfahren und dann die virtuelle IP, weil das ist für den Fall, dass es einen Fehler gibt. Also ich ziehe jetzt einen Netzstecker von dem 1er Cluster-Node, dann ist der weg und dann wird er nicht erst anfangen, den Master zu stoppen und die VIP rüberzuschalten, sondern er kann einfach die VIP rüberschalten, weil quasi das Stoppen, das ist die umgekehrte Reihenfolge dann, er kann quasi als erstes die VIP auf den zweiten DB-Node schieben und dann in Ruhe sein, feststellen, dass der DB1 offline ist oder versuchen, das zu reparieren. Ja, also Constraints, VIP und ein paar Daten haben wir da quasi definiert. Ja, dann haben wir da so einen Cluster-Check, das ist für HA-Proxy, wenn man das verwenden möchte. Der HA-Proxy möchte gerne so einen Galera-Cluster checken, ob er denn gut ausschaut, ob alles funktioniert drauf. Das wird damit gemacht, dazu legt er dann in der Datenbank in der MySQL.User einen Cluster-Check-User mit einem Passwort an, der eben halt den Status überprüfen kann vom Galera. Und die Definition dafür ist hier, falls man eben halt SL-Linux einschalten möchte wirklich und das mit OpenStack verwenden möchte, da habe ich einen eigenen State noch dazu geschrieben, der quasi eine SL-Linux-Rolle auch noch auf den DB-Nodes deployed, habe ich jetzt auskommentiert, weil das laut Dokumentation mit Percona extra DB-Cluster nicht geht. Da habe ich mal was mit 5.7 probiert, das ist ganz fürchterlich, das geht nicht. Da kommt sicherlich noch viel Arbeit auf mich zu. Dann, Service ist wichtig, müssen wir, wenn wir einen Cluster betreiben, also darf der nicht mehr enabled sein und muss auch ausgeschaltet sein. Ja, da setzt man das Root-Passwort für die Datenbank. Es gibt auch Möglichkeiten, das mit Hashes zu machen. Ich habe jetzt einfach mal das Passwort da eingetragen. Ja, und dann kommt die Config. Da möchte ich jetzt nicht so viel auf Details eingehen. Also so ein paar Tuning-Parameter, die sind, also wenn man sich die offiziellen Installationsanleitungen für einen Galera-Cluster anschaut, da gibt es halt einfach ein paar Sachen, die dringend notwendig sind, dass er geht. Die haben wir da ein bisschen weiter unten. Wichtig ist mal Bindadresse 0000. Also man kann das dann noch auf die Cluster-IP einschränken, aber das ist auch schwierig, besser ist 0000, weil die Cluster-IP immer nur auf einen von den dreien läuft, da müsste man dann noch Kernel-Parameter setzen, dass die auch auf einem anderen Server laufen darf. Dann setzt man UTF-8 generell als Localization ganz gern. InnoDB-Files per Table ist auch lustig für Backups oder wenn man quasi irgendwie was restoren will oder riesengroße Datenbanken hat. Ein paar Sachen habe ich jetzt mal auskommentiert. Und das sind eben halt alle Settings, die wichtig sind für Galera wirklich. Ohne das tut er nicht so, wie er soll. Da unten kommt dann auch noch was im MySQL State passiert. Also wir legen eine Datenbank an, wir legen User an, also da den GLT2017, einmal mit Localhost und einmal mit Prozent. Der kriegt Grenz natürlich auf die GLT2017 und das passiert quasi alles in dem State. Also wenn der gelaufen ist, habe ich quasi ein Galera-Cluster da läuft, damit Pacemaker gemanagt ist und die kann man sofort auf die Datenbank verbinden. So, da haben wir nochmal hier den Pacemaker selber. Da steht jetzt nicht so viel drin. Da ist quasi das Passwort, unser Passwort-Page für den HA-Cluster-User heißt der, glaube ich. Das braucht man für PCS, damit der quasi mit dem Pacemaker reden kann. Werden also die drei Nodes zugemacht, dass sie auch nach dem Reboot laufen. Stonit habe ich jetzt mal disabled, ist generell aber strengstens anzuraten, das zu verwenden im Produktivsystem, weil das doch noch eine recht gute Absicherung extra zu Quorum ist, damit man keine Spend-Analysis kriegt. Was gibt es noch? Ressource-Dickiness Infinity. Ich möchte nicht, dass bei einem Fehler vom Ding
er sofort anfangen, Ressourcen in den Wert zu nutzen, macht aber ein Multimaster nicht so viel, Sinn, weil es sowieso auf allen dreien läuft. Ja. Und was man hier auch sieht, ich gebe immer ZIPs an, also steht da Stonit-ZIP und ZIP for Resources. ZIP-File ist das Pacemaker Configuration File und dieser State, den ich programmiert habe, dafür sorgt, der kann also erst in den Cluster in einer temporären ZIP-Datei mehrere Ressourcen und Collocations und Constraints und alles Mögliche reinschreiben und die auf einmal in den Cluster deployen. Das ist immer dann wichtig, wenn man sonst, also jetzt das Beispiel wäre diese virtuelle IP und die Datenbankressource. Damit man, wenn jetzt erst die Datenbankressource pushen würde die VIP quasi jetzt irgendwo, es würde jetzt meinetwegen nur auf zwei Nodes klappen und die VIP läuft auf dem anderen Node, dann würde der ganze Cluster noch nicht funktionieren. Ihr müsst also dann nochmal die Location Constraints und die Order Constraints extra pushen und der würde nochmal den Datenbank-Cluster runterfahren und dann erst starten. Und so ist eben halt sichergestellt, wenn ich alles auf einmal, nämlich die Galera-Ressource selber, und die Location und die Order Constraints in den Cluster hineinpushe, dass er sofort alles beachtet. Er wird also nicht anfangen, quasi mal das irgendwo zu starten und die VIP woanders zu starten, sondern er weiß sofort, wie er den starten muss und muss dann nicht nochmal alles runterfahren, wenn ich die Constraints in den nächsten Schritt da hinein deployen. Das ist also quasi die Möglichkeit, einfach viele Sachen auf einmal in den Cluster hineinzuschieben und dass er sofort das Richtige macht. Ja. Repo-Conf nur ganz kurz, also ich tue da einfach nur dieses Percona-Release installieren und für Sort eben halt die latest Release quasi da als Repo konfigurieren. Im Sort selber, das ist nur damit die Formulas quasi runtergeladen sind, da gehen wir jetzt gar nicht drauf. Und hier habe ich eben halt einfach, ich habe sehr viel auskommentiert, weil sonst dieses Downloaden so lange dauert. Ich wusste nicht, wie gut hier das Internet ist. Aber einfach, da kann man reinschreiben ein paar Pakete, die man gern hätte und die werden dann einfach installiert. Das ist die für die DBs und das ist das für den Sort Master. Ja, in der Top SLS tut man dann die verschiedenen Eingabedaten den Host zuordnen und also nicht jeder bekommt alles. Wie man sehen kann, eben halt logischerweise, also die Cluster Maps, also welche Nodes zum Cluster gehören, muss der Sort Master wissen, weil der quasi das Orchestration macht über die Host. Von dem aus wird es gestartet und die DB Nodes brauchen eben halt auch noch ein bisschen mehr Eingabedaten. Ich würde sagen, 40 Minuten ist leider sehr kurz. Schauen wir uns einfach an, was der gemacht hat. Ich scroll da mal hoch. Das ist ein relativ langes Ding, was der da gemacht hat. Vielleicht mache ich das auch ein bisschen kleiner, weil das sonst vielleicht ein bisschen schwer zu lesen ist. Aber eh, wir schauen. Also, der High State war nichts passiert. War quasi alles schon beim Hochfahren erledigt worden, die Installationen. Jetzt kommt die PCS-Installation. Also, was hat er da gemacht? Er hat da quasi installiert zuerst eine Gruppe. Client, dann den User dazu. Man sieht auch da oben immer, also die Outputs sind sehr gut, wir sind ja gerade auf dem Node. Und dieser erste Orchestration State, der wird dann alle drei DB-Nodes gesendet und das liefern die zurück. Man sieht es auch schön an der Einrückung. Also vom Master aus ist mal was gesendet worden an alle drei Nodes, da steht es auch. Er hat dann also quasi User angelegt, er hat das Paket installiert mit allen Dependencies. Das ist eine ganze Menge. So, das hat er bei allen dreien gemacht, also wenn wir da ziemlich lang runterscrollen jetzt mal, schauen wir, dass wir das mal überspringen, also Pakete installiert, nochmal Pakete installiert, dann schauen wir beim letzten unten, ob er danach auch noch was anderes gemacht hat. Genau, er hat den Service auf Running gestellt, passt. So. Dann kommt der nächste Step von dem PCS Orchestration State. Da tut er quasi den Cluster createn. Also er tut erstmal die Nodes miteinander bekannt machen mit PCS Authorize. Dann sind die alle miteinander verbunden. Das heißt, jetzt kann der PCS mal diesen drei Nodes Befehle senden. Jetzt kennen sich die PCS Daemons auf allen drei Nodes. Dann macht er das eigentliche Cluster Setup.
Er legt mal direkt schwer an. Das ist offensichtlich schon mit dem YAML-Paket installiert worden, also ist schon im korrekten State. Dann fängt er an, ein Cluster-Setup zu machen. Jetzt, nach diesem ersten State, das ist ja OneNode-Cluster, und dann werden die Nodes einfach geaddet. Das hat quasi den Vorteil, dass ich, wenn ich nochmal im Killer noch einen Node dazu schreibe und das nochmal drüber rasseln lasse, dieses Ganze, ich kann das so oft laufen lassen, wie ich möchte, es wird nichts kaputt machen, aber wenn ich was in meinem Killer ändere, einen neuen Node dazu schreibe, würde er mir dann den einfach dazu installieren in den Cluster. Das heißt, ich könnte mit dem Sorbit A im Nachhinein diesen Cluster vergrößern. Ja. Der nächste State, also jetzt ist der Cluster gesetzt, das wäre sozusagen, wenn wir uns den CRM da mal anschauen, es würde dann nach diesem ungefähr sowas da stehen, online DB1, DB2, DB3. Keine Ressourcen dann in dem Moment, an dem Stand wäre man dann eben halt ungefähr gewesen. Dann setzen wir ein paar Properties, also wir setzen da Stonied Enabled Fails und Resource Thickness Infinity, die haben wir im Pillar kurz gesehen. Und die beiden werden zusammen mit einem ZIP-File, was ich da irgendwo im Cache vom Sort anlege, hineingepusht und zusammen im Cluster deployed. Nächster State ist Stonet. Stonet ist leer, da macht er nicht viel. Ihr macht eben halt nur eine ZIP, die leer ist und unverändert ist, aber eigentlich tut er nichts, weil wir kein Stonet konfiguriert haben. Ist aber im Co-Orchestration State einfach vorgesehen. Jetzt kommen Resources und bei den Resources lege ich einfach die virtuelle IP an. Auch da redet er mir wieder so eine temporäre ZIP. Da macht er die VIP-Galera hinein und dann pusht er sie und dann haben wir quasi nach diesem State, hätten wir quasi in diesem CRM-Mon dann diese VIP-Galera plötzlich drin. So nach 20, 30 Sekunden hat er sie da zusammengefunden und startet die. Ja, als nächsten State machen wir diesen Galera-State. Da ist ein Dirty-Fix von mir drin. Ich glaube, ich habe ihn mal so genannt, vielleicht sieht man es da oder auch nicht. Ne, ich glaube, ich habe es in den Kommentar geschrieben. Also, er tut den allerneuesten Galera-Resource-Agent vom GitHub herunterladen. Das hat mir ein bisschen Nerven gekostet, als ich das gemacht habe, weil das ist letztens beim Percona Extra DB Cluster bei irgendeinem Minor-Update kaputt gemacht worden, dass das mit dem alten Agent funktioniert. Also Business as usual und jetzt habe ich da so ein Dirty Fiction einbauen müssen, quasi, dass da der neueste von GitHub verwendet wird. Weiteres, also das nächste, was er dann macht, ist quasi, er macht die MyCNF, da sieht man auch schön das Diff, also was er da hineinschreibt und was er rauslöscht. Er installiert die ganzen Pakete nach der Config, weil diese Pakete immer die Eigenschaft haben, in dem Post irgendwas zu machen. Und das machen sie dann mit ihrer eigenen MyCNF und das führt oftmals zu Problemen. Und deswegen bin ich dazu übergegangen, immer erst die Config-Files zu schreiben und dann die Pakete zu installieren und eben halt diese Paketinstallations-Post-Skripte auszutricksen. Das macht er wieder auf allen drei Nodes. Und dann kommt, glaube ich, bald unser nächster Dirty Hack. Da sind wir noch beim Pakete installieren. Jetzt macht er wieder eine neue ZIP, wo er dann quasi die Galera-Ressource anlegt. Die Galera-Ressource hat er hier hereingeschrieben. Dann macht er mir meine Location Constraints, also die VIP-Galera muss auch dort laufen, wo eine Master-Ressource läuft und erst Galera-Master, dann die VIP. Pusht die hinein und dann, das ist jetzt, das wird die Hack bitte nicht lachen, es hat uns Stunden, Tage und Wochen gekostet, das umzusetzen. Es ist einfach so, der Pacemaker überprüft mit dem User, den man ihm angibt, dass der Cluster erreichbar ist. Initial hat die Datenbank Root und kein Passwort. Jetzt möchten wir aber, dass der Pacemaker irgendwie mit einem Admin-Account oder mit irgendeinem Account darauf zugreift. Deswegen müssen wir quasi jetzt in der Ressource ihm sagen, bitte kontrolliere den Cluster ohne Passwort, dann fährt er mal hoch. Wenn der hochfährt, dann kann ich mit Sort selber in diesen Cluster MySQL-Admin hineinschreiben und ein Passwort setzen. Dann ist das Passwort gesetzt und dann geht die Ressource sofort down, weil der Check nicht mehr funktioniert. Und dann muss ich die Ressource wieder rekonfigurieren, dass sie den Check wieder mit Passwort macht. Und dann kommt die Ressource wie durch runter wieder hoch. Also es ist, also bitte liebe Datenbankprogrammierer, macht uns das Automatisieren nicht so schwer. Denkt mit, dass man sowas
irgendwann mal machen muss. Also das ist echt natürlich Hack, aber uns ist nach langem Überlegen echt überhaupt nichts Besseres eingefallen und wir haben es aber eben halt irgendwie geschafft. So, und da sind wir jetzt eigentlich durch, da kommt jetzt ganz viel Logoutput, dass er eben halt nicht connecten konnte. Irgendwann mal kann er dann Select auf irgendwas machen, Select da eins, da kommt was zurück und dann funktioniert das. Ich glaube, es ist auch schon die Zeit fast rum, das ist jetzt sehr ärgerlich. Ich würde sagen, es funktioniert das Ganze. Hier ist wieder der Cluster-Check, gibt es schnell Fragen dazu? Ja? Naja, SaltStack kann noch ein bisschen mehr, das ist ein bisschen schlecht weggekommen. Also wir haben da noch Möglichkeiten, also so mit dem, also schon mal, ich habe den Master und ich habe die Minions und die kommunizieren verschlüsselt. Im Einzelnen habe ich mal SSH. Es gibt Kunden, die lassen das schon mal nicht zu, generell überhaupt nicht, dass man Configuration Management über SSH-Protokoll macht. Ist per Policy verboten. PCI lässt das, glaube ich, gar nicht zu, also darf man nicht. Kann ich es dort verwenden. Außerdem hat Salt auch noch also das Orchestration, das kann Ansible auch, aber es gibt auch Event-based Sachen. Das heißt, ihr könnt statt, dass ich sage, mach und warte, ob es funktioniert, gibt es auch die Möglichkeit, zu sagen, pass auf, du Salt Master, schau mal auf alle Events. Wenn da irgendwo ein Minion hochkommt, dann schau mal, wie der heißt und dann schauen wir mal, was wir dem als nächstes für ein Event schicken. Und dann schauen wir mal, dass wir dem irgendwas deployen und dann schickt er zurück, ja, ich habe da was deployed, dann ist der Event wieder an den Master gesendet und dann sagt man, okay, jetzt ist mein Middleware-Server installiert und jetzt bitte schickst du mir meinen HA-Proxy-Server, er soll sich rekonfigurieren mit dem neuen Host, weil der ist fertig. Und dann sieht man wie durch Wunderhand, wie plötzlich nach dem Hochfahren von dem neuen Server er sich selber quasi das installiert und dann im HA-Proxy plötzlich ein neuer Host auftaucht. Also das ist schon ziemlich fancy. Das sind so die Sachen, die man eben halt mit Ansible out of the box nicht hinbekommt. Noch Fragen? Wie schaut es mit Python 3 aus? Die arbeiten, glaube ich, noch dran. Aber ich bin hier nicht ganz firm. Nachdem wir nur Stable Distributions verwenden und hauptsächlich so Red Hat und Debian, sind wir noch nicht in das Problem gekommen. Alles klar. So, die Linksseite, die findet ihr dann auf der wo ist die? Ist die da weiter unten noch? Ja. Da einfach, also wir können es gerne nachträglich noch reden, ihr könnt es uns dann auch anschreiben, wenn es Fragen gibt, wenn ihr das wirklich selber ausprobieren wollt, bitte melden.